den Impuls, uns mit dem zeichnerischen Werk von Josef Beuys auseinanderzusetzen, haben wir bekommen von Matthias Merker, der als langjähriger technischer Leiter der IFA-Galerie Berlin den Kunstbestand des IFA so gut kennt wie niemanden und auch uns wirklich unterstützt hat, Beuys in diesen zeitgenössischen Rahmen zurückzubringen und lebendig zu machen, und hat dafür auch ein Display-System mit uns entwickelt, das diese Offenheit auch zulässt und die Dialoge, die entstehen können zwischen Arbeiten, also diese Offenheit im Raum und trotzdem dem Raum eine Struktur zu geben. Zusammen mit der Susanne Weiß haben wir hier in der IFA-Galerie Berlin die Ausstellung Die Aufzeichnungen einer Seherin entwickelt, mit Arbeiten von Andrea Acosta, Josef Beuys, Anne Duque Jordan und Sara Huado. Sie ist eine Fortführung unseres Dialogs mit dem Kunstbestand des IFA. Die Arbeiten von Josef Beuys, Zeichnungen und Lithografien zeigt. Der Titel unserer Ausstellung Aufzeichnung einer Seherin ist der gleichnamigen dreiteiligen Zeichnung von Josef Beuys entnommen, die sich hier in dem Konvolut des IFAs befindet. Für uns liegt das zeitgenössische, oder weshalb wir auch das Werk von Josef Beuys in einen zeitgenössischen Dialog bringen wollten, darin, dass diese drei Künstlerinnen eben auf ihre spezifische Art Umweltfragen thematisieren und da einen ganz besonderen, auch sehr poetisch geprägten, bis hin zu einem aktivistisch geprägten Zugang vereint. Andrea Acosta aus Kolumbien lebt in Berlin und sie zeichnet im Raum. Sie zeichnet mit gefundenen Naturstücken, Ästen, Zweigen, die sie wieder in neue Zusammenhänge bringt und mit industriellen Materialien wie Metallstangen oder auch Klemmen zu einem neuen Leben führt. Also wie Josef Beuys integriert sie Natur und Technik und den Menschen und befasst diese Fragen, wie wir heute im urbanen Raum eigentlich Vorsehungen auch von Natur in der Zukunft, die technologisch ist, die ein hybrides Konstrukt ist, wahrnehmen. Anne Duque Jordan haben wir zu dieser Gruppenausstellung eingeladen, weil sie für uns wie ein Trickster in der Kunstwelt agiert. Sie ist eine Verwandlungskünstlerin und sie hat für sich einen Kosmos an Protagonisten und Protagonistinnen geschaffen, die auf ganz unterschiedlichen Welten in ihren Werken zusammenkommen. Duque interessiert sich für die beseelten und die belebten Dinge, gibt ihnen Agency und stellt andere Dinge und andere Erzählungen in den Mittelpunkt als die gängigen Narrative. So sind es häufig Tiere und Pflanzen, die ihre Kosmen bevölkern und die dort eben auch zeigen, was für Narrative oder was für Gegennarrative in unserer Welt präsent sind. Sara Huado lebt in Paris und ist zwischen Kulturen groß geworden. In ihrer Arbeit beschäftigt sich oft mit vergrabenen kulturellen Realitäten, die im Verschwinden begriffen sind, zum Beispiel das Glasmacherhandwerk in Marokko oder die Stickerinnen oder die Teppiche der Berber. Sara Huado zeigt in ihrer Serie Al-Kalima Zeichnungen, die ihr auch als abstrakte Alphabete dienen, um Gedichte von Berbern zu übersetzen. Ihre Frage ist immer wieder, wie können wir eine gemeinsame Sprache finden, die uns in unserer Vielfalt, in unserer Vielheit einschließt. Ein System, in dem wir uns verständig machen können, das aber nicht dominant ist. Und in diesen Alphabeten, die sie wie in Teppichen der Berbern eigentlich entwickelt, entstehen Bilder, die Universen sind oder einen ganzen Kosmos öffnen. Auch hier ähnlich wie bei Beuys, der schon Ende der 60er Jahre sagte, wir leben in einer nomadischen Kultur, unsere festen Weltanschauungen, die müssen offen sein. Die Idee auch wirklich in dieser Ausstellung, die Offenheit
im zeichnerischen Werk zu sehen als etwas, das Handlungsräume öffnet,